Was hat denn mein modischer Dampfstiefel vor? Hey, Schluss jetzt, ja? Wer nicht hören will, muss fühlen. Ja, du kämpfst mit schmutzigen Tricks, haha. Aber jetzt hab ich dich, du Schuh. Uaya. Was, Gary? Wow. Nee. Gary! Na, hör mir auf. Einen Moment lang dachte ich schon, du wärst verletzt. Gary, ich hab dein Schneckenhaus zerbrochen. Oh nein, du hast Schmerzen. Keine Angst, Herrchen macht die wieder weg. Oder auch nicht. Ach, das haben wir gleich. Jawohl, noch hier und da ein Pflaster drauf und schon bist du wieder wie neu. Oh, also das ist gar nicht so schlimm, weil wir jetzt ein schickes neues Haus für dich suchen. Wie wär's damit? Du hast recht, zu grell. Nein, zu winterlich. Das brauche ich selbst. Ahaha, sieh dir das an. Probier mal, ob die Größe hinhaut. Natürlich ist das ein Schneckenhaus. Ach komm, nun guck mich nicht so stieläugig an. Ja gut, das hat auch Nachteile. Oh! Sei gegrüßt, Erdling. Mein Name ist SpongeBob. Ich komme aus der Zukunft. Das sieht sicher spitze aus. Igitt, deshalb sind Schneckenhäuser nicht durchsichtig. Das ist es, Gary. Dein neues Schneckenhaus. Sieht rasant aus, du Rennschnecke. Das schicke Schneckenhaus. Tolle Idee. Ich bestelle dir einfach ein neues Haus. Hast du denn schon irgendwas im Blick?